euch ja versprochen, dass wir ein bisschen zusammen testen werden mit den Sachen, die ja in der letzten Zeit so angekommen sind. Ich habe jetzt schon ein bisschen was vorbereitet. Ohne Vorbereitung funktioniert bei mir leider gar nichts. Ich habe ja gesagt, wir wollen dieses Pigment von, nee, Pigment ist es ja nicht, dieses metallische Pulver von AliExpress testen, was ich mir ja bestellt hatte. Das habe ich hier jetzt auf der Dose schon aufgetragen. Da kommt denn noch das schwarze Harz rüber. Das habe ich auch schon angerührt. Das steht hier. Ich hoffe, ich habe auch genug angerührt. Und ja, ich habe das einfach mit einem Pinsel aufgetragen und dieses Filigrane drinne habe ich mit meinem Gummi-Dotting-Tool so ein bisschen verteilt da drin. Mal gucken, wie es hinterher wird. Was hatte ich gesagt, testen wir noch? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Ach so, ja, hier, diese Tütchen, diese Mermaid Shimmer, weiß ich nicht, Pulver Dings, was ich auch von Ali habe, sieht man jetzt natürlich nicht. Wollten wir ja auch testen. Das habe ich hier schon eingepinselt, wie bei der Dose auch. Da kommt dann auch schwarzes Harz rein. Ja, und dann gucken wir hinterher zusammen, ob das überhaupt was geworden ist. Ups, Entschuldigung. So, oh, diese Handschuhe, die machen mich wahnsinnig. Ich habe normalerweise Größe S und das ist Größe M und ich mag das nicht, wenn die so wabbeln. So, dann hatte ich ja gesagt, probieren wir die Sargmold von The Craft and Glitter Shop noch aus. Weil ich ja eigentlich die mit Rücken bestellt hatte und die ist ja ohne Rücken. Ja, wenn es ohne Rücken ist, ja, dann ist es so, dann mache ich es hinterher. Na, separat. Da habe ich auch schon ein bisschen was angemischt. Den wollte ich gern in Rot haben mit ein bisschen Flitter. Ich hoffe nur, ich habe von allen jetzt genug angerührt, sonst haben wir ein Problem und müssen hinterher was dazu rühren. Aber das ist dann auch nicht so schlimm. Wenn das beim Sarg nicht lang sollte, dann mache ich den Hintergrund sowieso schwarz. So, dann wollten wir ja die Bonbon-Mold hier ausprobieren von der Sakura Box Sweets vom Februar. Da habe ich dann ja auch gleich das rosane Pigment mit eingerührt. So sieht das aus. Das hat so einen Pearl-Effekt. Ganz so schön finde ich das jetzt nicht. Das hat Ähnlichkeit mit meinem Pigment von Ali, dieses rosane Flüssigpigment. Bin ja mal gespannt, ob das rosa bleibt oder ob das auch wieder so golden wird. Und dann wollten wir diese Form ja auch noch ausprobieren. Da habe ich hier ein bisschen was fertig gemacht. Einfach klares Harz und ein bisschen Glitterflitter rein. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, ich habe von allem genug Harz, sonst haben wir ein Problem. Was habe ich noch? Achso, und dann habe ich noch, aber das mache ich dann, upsala, schmeiß weg, morgen, wenn der Lollistiel gemacht wird. Ich habe ja diese Molds hier auch bekommen. Die habe ich jetzt von drinnen schon mal ein bisschen bepinselt mit Acrylfarbe. Mal gucken, ob das funktioniert, wenn man das dann einfach gießt. Hier genauso. Da habe ich die Äugchen und die Nase und die Zähne gemacht. Das trocknet noch. Gucken wir, ob das dann auch funktioniert. Ach, jetzt habe ich euch schon wieder gehauen. Ne? Entschuldigung. Ja, normalerweise mache ich das so nicht mit Kamera, deswegen entschuldigt. So, dann würde ich sagen, weil es langsam hier warm wird, fangen wir mal mit dem Schwarzen hier an, mit der kleinen Form. Ich hoffe, ihr seht auch alles und dass ich auch immer im Bild bleibe. Ja, das Reinfüllen gestaltet sich schwierig. Ich könnte das zwar reinkippen, ich kann es aber auch mit einem Stiel machen oder mit so einer Pipette hier, aber das wollte ich gern beim Lolli ausprobieren, weil da ja der Eingang so eng ist. Also ich kippe es jetzt einfach mal rein. Ich hoffe, ihr seht das dann auch. Ich habe sowas auch noch nie vor der Kamera gemacht. Also Lünetten ist ein anderer Schuh. So, guckt mal, da geht's schon los. Kamera geht einfach aus. Ich kriege hier die Krise. Das ist jetzt das dritte Mal. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. So, ups, da ist jetzt ein bisschen viel drin. So, einmal
die Bläschen rausbrennen. Also das Pulver löst sich ein bisschen ab, aber es kann auch, wie gesagt, sein, dass ich das nicht richtig gemacht habe. Sehen wir dann, wenn es soweit fertig ist. Dann nehmen wir jetzt hier unser Schälchen. Soll ich da eine Fussel? Das ist echt schwierig hier vor der Kamera. Ich hoffe, ich habe jetzt auch genug. Ich glaube, ich habe zu wenig angerührt. Nehmen wir erstmal unseren Deckel. Na. Hier löst sich bis jetzt noch nichts ab von dem Pulver. Ich hoffe, ihr versteht mich auch. Weil ich immer so an der Kamera vorbeigucke. Blüpp. Einmal mein Tuch. So, da einmal die Bläschen rausbrennen. So, einmal kurz eine Seite. So, und jetzt kommt meine Dose. Jetzt hoffen wir mal, dass es auch genug Harz ist und dass ich das auch ohne Blasen hinbekomme. Zip. So. Ich klopfe da immer gerne mal, bevor ich sie ganz fülle. Das hat beim letzten Mal ganz gut geklappt. Jetzt habe ich keinen. Doch, da. Zahnstocher hier. Jetzt gehe ich da einmal mit dem Zahnstocher lang. Natürlich aufpassen, dass nichts überschwappt, ne? Nü, nü, nü. So. So, den Rest. Also ich habe nicht wie zu befürchten oder wie ich befürchtet hatte, zu wenig. Nein, ich habe wieder zu viel. Aber ich habe ja meine Mini-Mools hier an der Seite. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Wundert euch nicht, wenn ich so leise bin. Ich muss mich da mal so ein bisschen konzentrieren. Das ist das, was ich schon mal sagte. Also ich kann das nicht so gut permanent nebenbei die ganze Zeit sappeln. Ich hoffe, das stört euch nicht so. So, jetzt muss ich einmal Lärm machen und Platz machen. Ups. So, jetzt nehmen wir das vorsichtig. Das hätte ich mal vorher darauf packen sollen. Dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Guck mal, da habe ich schon gepitcht. So, jetzt meine Dose noch schnell einmal. So, ich mache mal auf den Deckel ein bisschen was drauf. So. Das tue ich jetzt beiseite, ne? So, jetzt haben wir, wie zu erwarten, ein bisschen zu viel Schwarz. Dann nehme ich hier wieder mein schickes kleines Tüdelütüt. Und kipp da jetzt einfach, ja, ist natürlich jetzt nicht so interessant, aber ich will mein Harz nicht verdüdeln. Jetzt habe ich aber sehr viel Schwarz übrig. Ich mache jetzt hier eben einmal die Schleifen, weil die Totenköpfe gehen dann auf Reisen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich habe ja noch einen Tausch und sie findet die Totenköpfe so toll und die Bonbons.
Und wenn ich jetzt gieße und da bleibt was übrig, dann passt das ganz gut. Da kriegt sie nämlich ein paar. So, und dann geht es gleich weiter mit der Sargmuld und den Lolli. Ups, jetzt habe ich gepitcht. Nein, das soll natürlich nicht sein. Jetzt nehme ich mir hier mein Gummitool. Das ist dann immer ganz schön, falls euch mal sowas passiert. An diesem Gummi bleibt das immer schön hängen, kleben, sage ich jetzt mal. Damit kann man das ganz gut rauskriegen, falls euch mal sowas passieren sollte. Also vorher hänge ich auch immer mit einem Tuch und habe mich dann hinterher so geärgert. Aber mit diesem Gummitool oder irgendwas aus Gummi, wenn ihr sowas habt, funktioniert das immer ganz gut. So. So, dann machen wir noch ein, zwei Bonbons. Und dann geht es gleich weiter im Text. So. Und was machen wir jetzt mit dem Rest? Da ist immer noch so viel drin. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir vielleicht noch ein... noch eine Form von The Craft and Glitter Shop damit füllen. Nur die Frage ist, welche? Einmal beiseite. Ich habe hier ja noch das Herz, das Pfötchen. Was machen wir denn? Ups. Ich weiß nicht, reicht das noch für die Pfote? Zumindest für den Rahmen? Vielleicht, ne? Probieren wir das jetzt einfach mal aus. Dann haben wir das auch schon. Ich hoffe, ihr seht das auch, wenn ich mit meinen Fingern da so im Weg bin. Und wieder gepatscht. Ich patsche ja immer gerne, wisst ihr ja. So, ein bisschen geht noch. Hoffen wir denn mal, dass wir das dann zum Schluss auch rausbekommen, ne? Das ist ja immer die Frage der Fragen. So. Machen wir die Bläschen wieder raus. Also diese Mold ist definitiv ohne Rücken, wie ihr seht. Also die ist jetzt schon voll. Da wird zwar immer noch ein bisschen was reinpassen, aber die ist definitiv ohne Rücken. Also entweder lässt man sie dann als Rahmen. Man könnte dann aber auch auf beiden Seiten eine Folie mit UV-Harz festkleben und dann einen Shaker draus machen, wenn man das möchte. Oder was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist wie Lünetten, also wie so eine Lünette das zu benutzen. Da hinten dann eine Folie drüber und dann sag mal schnell das dann zu befüllen, also nicht befüllen, sondern den Rücken zu machen. Mal gucken, wie wir das machen. So, jetzt muss ich noch mal meine Schale da hinten anpinseln, nicht anpinseln, anbrennen. Bin so ein bisschen durch den Wind. Jetzt habe ich immer noch ein bisschen Harz und wie gesagt, ich schmeiße nichts weg. Dann kippe ich jetzt hier einfach noch den Rest in einen Tropfen rein und entweder es langt oder es langt nicht. Also irgendwie, ich rühre grundsätzlich immer zu viel an und habe aber immer Angst, dass ich zu wenig habe. Aber meistens ist es zu viel oder es passt. So. Machen wir noch einen schwarzen Tropfen. Jetzt habe ich gepanscht.
So, und wie gesagt, morgen gieße ich den Stiel von dem Lolli, damit die erste Schicht hart ist und das nicht wieder so da durchrieselt wie bei meinen anderen Formen. So, es kommt weg. Aber für euch ist es dann ja eh ein Video, weil ich das da schneide. Und dann machen wir auch Chip und Chap. So, jetzt kommt der Sarg. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich genug habe oder nicht. Und ob das mit Rücken ist oder ohne. Also den Sarg, wie gesagt, wollte ich rot. Jetzt gieße ich aber nur hier am Rand erstmal, weil ich das natürlich nicht in die Mitte haben möchte. Es sei denn, ich habe genug Harz zum Ausprobieren. So, also es sieht aus, als wenn wir genug haben. Dann kippe ich es jetzt einfach mal in die Mitte und hoffe, dass es funktioniert und mir jetzt nicht überläuft. Also es sieht gut aus. Hoffen wir mal, das bleibt jetzt so. Einmal die Bläschen weg. Bin gespannt. Also wenn es zerläuft, dann ja, ist es so. Können wir dann nicht ändern. Aber bis jetzt, ich muss mal eben, falls ihr mich sehen solltet, ich muss mal eben hier an der Kamera vorbeigucken. So, also es ist eine ganz dünne Schicht hinten drauf. Ich weiß nicht, ob da ist ein bisschen Glitter, das steht so ab. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert oder nicht, aber das werden wir dann ja sehen. So, das war der Sarg und wieder, wie zu erwarten, zu viel Harz angerührt. Oh. Autsch, das hat geknackt. Jetzt ist mir das natürlich ein bisschen zerlaufen. Ich mache mal ganz kurz Stopp. So, also wie zu erwarten, es läuft an der Seite vom Sarg vorbei. So, jetzt habe ich hier auch wieder meinen Rest. Jetzt wird das schon dicker. Jetzt muss ich mich beeilen. Das kippe ich jetzt auch hier in eine Tropfenform rein. Langt das noch für einen Bonbon? Ich hoffe, ihr seht auch alles. Also wie gesagt, vor der Kamera so, das ist total schmierig, für mich zumindest. Manche können das ja, ich kann das nicht so. Zumindest nicht, wenn es um mehrere Sachen geht. Jetzt habe ich da ein bisschen viel drin, aber ist auch nicht schlimm. So. So. Dann kommen wir einmal zu den Lolli. Also ja, wie man das da reinkriegen soll, ohne so ein extra Ding, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wollen wir das versuchen, da einfach mal rein zu kippen oder? Ja, wir kippen das einfach mal rein. Also ich habe, wie ihr seht, das aufeinander gequetscht und mit so kleinen, diese Gummizopfbänder, diese kleinen, zusammengefriemelt. Also es ist echt schwierig. Ich weiß auch nicht, ob der sich von drin jetzt verformt oder nicht oder ob da überhaupt was ausläuft. Also ich wollte es mit Absicht mit zwei Komponenten Harz machen, weil UV-Harz ist ja dann gleich hart, wenn man es ausgehärtet hat unter der UV-Lampe. Ich wollte aber gucken, ob die Mould auch ausläuft oder nicht, weil zwei Komponenten hat, sucht sich ja seinen Weg. Und ja, da bin ich mal gespannt. So, ich kippe das jetzt einfach mal rein. Ja, da klatschen wir schon an die Wand. Also da wäre es mit einer Pipette wahrscheinlich besser. Einmal weg damit. Einmal gucken. Also mit den Blasen ist es jetzt auch schwierig, weil man nicht ja, die Blasen nicht rausbringen kann und man weiß auch wirklich nicht, wie viel man da noch reinfüllen kann. Also das ist ein bisschen
blöd. Finde ich jetzt zumindest. Kann jetzt auch sein, dass wir viel zu wenig für den Lolli haben. Aber na gut, dann ist das so. Jetzt gucke ich nochmal. Ein bisschen kann man von der Seite sehen, aber ich glaube, wir haben zu wenig. Ups, man sollte doch mal. Ich glaube, wir haben zu wenig. Ich nehme jetzt mal mein Gummitool hier. Damit kriegt man jeden Rest raus. Nee, ist zu wenig. Was machen wir jetzt da? Was machen wir jetzt da? Ja, ich lasse das mal so stehen. Sollte was von diesem Glitterflitterzeug jetzt übrig bleiben, kippen wir das damit zu und rühren ein bisschen. So, jetzt nehmen wir einfach mal diese Form. Kippen das da rein. Das war ja, wie gesagt, nur zum Gucken, wie man das denn da hinterher wieder rausbekommt. So, dann kippen wir mal und hoffen, dass ich da genug habe und dass sich da keine Blasen bilden. Auch zu wenig. Also dafür, dass ich sonst immer zu viel gieße, beziehungsweise zu viel anrühre, ist das diesmal echt merkwürdig. So, dann nehme ich wieder mein Gummiding. Dann dürfte das hier nämlich langen. Oder auch immer noch nicht. So, ganz einfach. Ich mische mir jetzt noch mal schnell eine Minimenge an in klar, wenn ich denn jetzt meine Feinwaage finde. Ja. So. Und dann machen wir einfach nochmal ein Schlucken dazu und dann, huch, und dann ist auch gut. So. Also wie gesagt, das Kuddelmuddel pur. Ich mache jetzt mal 1 Gramm Harz und die Hälfte härter, jetzt ist es mehr als 1 Gramm. So, dann sind das jetzt so 1,20, sagen wir jetzt mal. So, dann sind das 60 Gramm. Wieso? Hey, hey, hey. Wenn schon, denn schon ordentlich. So, ich bin jetzt ein bisschen aus der Kamera raus. Ja, wie gesagt, das ist Kuddelmuddel pur. Dieses vor der Kamera, das kann ich nicht so. Ich bin normalerweise dann immer ganz ruhig und konzentriert. Wie gesagt, außer bei Lünetten, da ist es komischerweise nicht so schlimm. Keine Ahnung, keine Ahnung. So. Ziehe ich da ein paar Luftblasen, die machen wir einmal weg. Jetzt qualmt, habt ihr gesehen. So, ich gehe da einmal mit einem Zahnstocher rein. Und bis ganz in die Spitze. In der Hoffnung, dass die Luftblasen da verschwinden. So, jetzt kippen wir hier unseren Rest rein. Das, was da noch fehlt.
lasse ich mal kurz stehen. So, und dann kippe ich hier jetzt auch noch mal was zu. Und dann popel ich da jetzt gleich einfach mit dem Zahnstocher rum. In der Hoffnung, dass es denn langt und ich aber nicht da durchknall. Also ich glaube, ich habe immer noch viel zu wenig. Aber noch mehr rühre ich jetzt nicht an. Es ist ja wie gesagt auch nur ein Test. Also doof wie heute habe ich mich noch nie angestellt. So, dann rühren wir da einmal ein bisschen. Ist jetzt nur schade, dass wir das mit der Farbe dann eventuell nicht mehr so gut sehen, wenn ich es jetzt nicht richtig gerührt bekomme. Aber mal gucken. Aber es dreht sich ja hauptsächlich um die Form. Die Farbe habt ihr ja eben gesehen. Und ich bin ja gespannt, ob das denn diesen Rosé-Ton behält mit diesem Pearl-Effekt oder ob das so wie bei meinem anderen Pigment ist, ob es dann Gold wird oder nicht. So, ich habe jetzt hier ein bisschen rumgepopelt. Natürlich aufgepasst, dass da nichts ist. Bis jetzt hält es dicht. Ja, da ist nochmal eine Blase hochgekommen. Was ich hier natürlich jetzt blöd finde, ist, dass man die Blasen nicht rausbrennen kann. Also ich wüsste nicht wie. Wenn da jetzt natürlich welche sind, dann ist es schlecht. Na, das ist das Einzige, was ich jetzt blöd finde. Ja, gut. Dann cutte ich das jetzt erstmal. Lass das alles aushärten. Morgen geht's dann weiter. Schnippel das dann hinterher alles zusammen, nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Gut, dann sage ich schon mal tschüss und bis zum zweiten Teil. So, das Harz ist angerührt. So, und ich habe mir da auch so ein bisschen Streudeko schon zusammengestellt. Ich wollte auch mal zudonnern. Also wie ihr seht, den Gameboy, da wollte ich gerne dieses rosane Glitterflitter drin haben. Und dann habe ich mir überlegt, machen wir noch ein Tamagotchi. Und den wollte ich in lila halten. Und da wollte ich mal ausprobieren, das mit diesem künstlichen Schnee. Ob das was wird oder nicht und wie das aussieht. Und den wollte ich gern in lila. Jetzt habe ich die Farben hier natürlich vertauscht. Wir fangen mal an mit der Gameboy Mold. Also sonst habe ich ja eigentlich, wie gesagt, immer nur Glitzer drin. Und nicht so wirklich irgendwelche andere Streudeko, es sei denn, ich mache sie irgendwie so an bestimmten Stellen. Ja, mal gucken, wie das überhaupt wird. So, jetzt nehme ich hier erstmal mein Pink. Mache aber auch nur einen ganz kleinen Tucken erstmal. Und dann gucken wir mal. Natürlich jetzt doof mit diesen ganzen Luftblasen. Nein, das ist mir noch zu hell. Dann nehme ich noch einen Schluck. Also ich möchte es nicht ganz neonpink haben, sondern nur so ein bisschen. Lasse ich erstmal eben stehen und dann einmal lila. Das ist ein ganz dunkles Lila. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht benutzt. Mal gucken. Ich mache mir erstmal nur einen Schluck. Mal gucken, ob sich das überhaupt da drin auflöst. Doch, das sieht richtig hübsch aus. Manchmal ist es ja so, dass das Lila verschwindet.
Warum auch immer. Also das habe ich bis heute noch nicht herausgefunden. Ich habe noch ein anderes Lila. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Ist schon ein bisschen länger her und das verschwindet. Ja. Also das finde ich schon ganz hübsch, aber ich glaube, ich mache da noch einen Tropfen rein. Ja, jetzt ist es ein richtig schönes, kräftiges Lila. So, dann hauen wir da mal das Glitzer schon mal rein. Da bin ich ja mal gespannt. Zip. So, dann gucken wir mal. Ich sehe es ja auch immer wieder, also die Amis sind da ja sehr extrem, die hauen da ja tonnenweise rein und da habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt auch mal. Aber wenn ich manchmal sehe, was die da so reinhauen, da ist das hier noch ein Witz. Also ich finde das bis jetzt ganz hübsch. Bin ja mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn es getrocknet ist und ob das überhaupt was wird mit diesem künstlichen Schnee, weil der ja doch recht hart ist. So, stelle ich einmal hier hin. Und jetzt kippen wir hier erstmal die Streudeko rein. Hier ist es ein bisschen mehr und da habe ich aber auch keinen künstlichen Schnee drin. So, und dann gucken wir mal, wenn das fertig gerührt ist, ob wir da noch ein bisschen Pink reinmachen oder nicht. Also es wird auf jeden Fall schon warm. Und dabei habe ich es gerade erst angerührt. Nee, ich mache da noch ein. Ups, jetzt sind da zwei drin. Tropfen rein und dann ist auch gut. So. Und da bin ich ja echt auf das Ergebnis gespannt. Also ihr seht das jetzt gar nicht so, aber das funkelt auf diesem Holzstäbchen echt extrem. So, dann nehmen wir uns unseren Gameboy und jetzt hoffe ich, dass wir genug angerührt haben. Alles rauskratzen. Also den Sarg, den wir gestern zusammen gemacht haben, oder für euch ja eher vorhin, da ist alles beiseite gelaufen. Also der ist definitiv ohne Rücken. Also den Rücken müsste man verstärken. Es ist zwar einer da, aber sehr, sehr dünn. So, dann einmal die Bläschen rausbrennen. So. Jetzt sehe ich doch da noch. So, dann müssen wir dann hinterher nochmal rüber, weil da sehr, sehr, sehr viele Bläschen drin sind. Das liegt aber daran, weil ich die da mit reingerührt habe. So, den schieben wir einmal beiseite. Den lasse ich hier so liegen. Und dann nehmen wir uns jetzt mal unser Tamagotchi. Vielleicht kriegen wir hier noch den Mond mit dazu. Also ich denke mal schon. Vielleicht bleibt da noch das eine oder andere übrig. Huch.
mich aus der Kamera raus. So, dann gucken wir mal. Upsala. So. Einmal kurz die Bläschen raus. Also dieser künstliche Schnee darf natürlich nicht hierauf, wo das Fenster ist, ist klar. So, einmal die Bläschen rausbrennen. Und jetzt habe ich schon zu viel benutzt. Ihr seht, jetzt läuft es an der Seite vorbei. Na gut, dann muss ich es hinterher abschleifen. Das ist jetzt nicht das Problem. So, dann kippen wir noch was in unseren Mond. So. Auch noch mal die Bläschen raus. So, wollen wir den zweiten auch noch machen? Oder wollten wir... Nee. Wir versuchen mal noch was ins Herz reinzukriegen. Wenn schon, denn schon. Weil ein Tamagotchi haben wir hier schon. So, da machen wir aber nur den Rahmen. Ja, ihr seht, das mit diesem Kunstschnee ist ein bisschen schwierig, weil der dann immer wie so ein Schwall da rauskommt. Da seht ihr, es läuft über. Aber das schleifen wir hinterher weg. So, dann habe ich immer noch was übrig. Dann nehmen wir wieder meine Miniform. Und was machen wir damit? Wir machen mal eine Robbe. Oh, ich bin gar nicht im Bild, weil ich jetzt hier so blöde mich verbaut habe. Schieb einmal. So. Nehmen wir hier einmal eine Robbe. Und machen dann noch was in einen Tropfen rein. Auf den Tropfen bin ich dann auch gespannt, wie der aussieht, wenn es fertig ist. Jetzt ist mir natürlich in den anderen was reingefallen. Wie sollte es auch anders sein? So. Muss ich da schnell einmal das Ding rausholen. So, dann kriegen wir die Robben hier auch noch voll. Und das ist immer das, was ich so schön finde. Es bleibt was übrig. Und wenn es nur Minimengen sind, die kann man denn immer noch benutzen. So, dann haben wir das. Dann lassen wir das wieder trocknen. Die zweite Schicht von den Tierchen, die mache ich dann separat ohne euch. Also da gehe ich einfach mit dem Pinsel in dieses Pulver rein, pinsel das hinten auf, ja, und dann gehe ich mit schwarzem Harz rüber. Und lass es trocknen. Mehr ist es nicht, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Den sehen wir uns
gleich beim dritten Teil. Ich muss ja wieder einen Tag warten. Und dann gucken wir, wie die Teile geworden sind. Bis später! So, weiter geht's mit Teil 3. Die Sachen sind jetzt ausgehärtet und ich bin auf das Ergebnis gespannt und ob wir die Form überhaupt rauskriegen und ob das überhaupt so geklappt hat, wie wir wollen. Gut, holen wir erst einmal diese kleinen Teilchen raus. Das kennt ihr ja alle, diese Totenschädel. Da habe ich ja die Reste reingegossen. Noch einer und noch einer. Dann diese hier und wieder mit der wunderschönen Schleife. Und das ist dieses Milchige, was ich meine. Was ich versucht habe bei diesen hier auch hinzukriegen. Ich bin ja mal gespannt, ob das was geworden ist oder ob das zu dolle weiß war. Weil das war ja, glaube ich, der Rest von denen. Ups, hier ist auch nochmal ein Totenkopf. Die gehen dann ja mit ins Tauschpäckchen. Dann hier nochmal eine Robbe. Hier ist unser Rest gewesen von den Tamagotchis und so. Richtig schön. Hier auch nochmal. Also hier drin gefällt mir das schon mal richtig gut. Ich bin ja total auf den Gameboy gespannt, weil ich da ja wirklich mal extremst übertrieben habe mit dem Glitzer. So, dann hier nochmal die Bonbons, hier in Rotflitter. Muss ich natürlich von hinten alle beschleifen, sehen dann nie so schön aus. Das beschleife ich auch immer nur ein bisschen, dass es einigermaßen, ja, diese hässlichen Kanten, wie ihr die hier seht, dass die denn so weg sind. Dann noch hier so einen milchigen, einen schwarzen, leicht transparent und noch einen schwarzen. So, dann kommen wir hier zu den Tropfen. Einmal hier der goldene. Und dann hier ein milchiger weißer. Oh, was ist das denn? Da muss wohl, habe ich wohl nicht aufgepasst, ein bisschen Flitter reingetropft sein. Jo, hat er jetzt so einen leichten Hut auf und hier ist es ein bisschen runtergerieselt. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Auch nicht schlecht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Da hat er jetzt halt einen Hut auf. So, dann haben wir hier, was ist das? Schwarz. Weiß ich nicht, das schimmert hier irgendwie noch so ein bisschen in einer anderen Farbe. Was ist eigentlich? Schwarz. Und alle Spitzen sind bis jetzt dran, das freut mich. So, hier der rote. Ja, hier fehlt ein bisschen, aber das ist auch nicht schlimm. Und da ist wirklich überall Glitzer. Das pulle ich nachher ab und schleife das noch. Also hier ist wirklich überall Glitzer. Das freut mich richtig. Nicht nur in der Spitze. Und hier nochmal der lilane. Ja, hier ist es abgesackt. Da ist hier unten jetzt noch Glitzer und oben denn die Streudeko. Das ist keine Luftblase, da sitzt dann das Auge. Da kommen dann die Strasssteinchen reingeklebt. Die gefallen mir schon mal richtig gut. So, womit machen wir denn weiter? Ich bin ja so gespannt auf den Lolli. Machen wir den Lolli. So, jetzt pullen wir hier erstmal die Gummibänder ab. Also ich bin ja echt gespannt, ob da... Also rausgelaufen ist da gar nichts. Aber ob wir richtig getroffen haben, ob da Luftblasen sind oder ob da diese hässlichen, dicken Ränder jetzt sind oder nicht. So.
Flitter. Flitter. War da noch Flitter drin? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja. Ich weiß nicht. Also erstens mal sieht der von oben ziemlich eierig aus. Nicht rund. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es daran lag, dass ich das mit dem Gummiband so zugedrückt habe. Das kann natürlich dann daran liegen, dass es vielleicht oben zu stramm war. Aber ihr seht, die Kante hier ist nicht so extrem. Also hier müsste ich eigentlich gar nichts machen. Ist ganz glatt. Die Farbe ist auch hübsch. Die ist rosa geblieben. Also rosa Pfirsich. Jetzt ist mir dann mein Handschuh gerade kaputt gegangen, aber wurscht. Richtig getroffen haben wir nicht. Aber das ist auch nicht schlimm. Die Farbe funkelt richtig schön. Das ist ja die aus der Sakura Box. Dieses Pulver. Der Stiel, ja, der ist ein bisschen breit, finde ich. So ist der okay. Aber hier ist er so ein bisschen breit. Kann aber auch wieder daran liegen, dass ich das zugebunden habe. Aber ich denke mal, wenn man es nicht zubindet oder irgendwie zudrückt, dann läuft es raus. Nö, aber sonst finde ich den Lolli richtig klasse. Also ich habe gedacht, das wird schlimmer. Gut, hier oben ist jetzt ein bisschen Flitter. Aber ist ja auch nur ein Prototyp. Ich finde den trotzdem cool. Den Stiel werde ich beschleifen. Gucken, ob ich den vielleicht ein bisschen schmäler hinkriege. Ja, aber sonst keine Luftblasen. Zumindest sehe ich keine. Doch, sonst bin ich zufrieden. Da war irgendwie ein Schmierekram. Nee, also die Lolli Mold finde ich super. Vielleicht sollte man die nicht ganz so, nicht ganz so dolle zubinden. So, kommen wir mal zu unserem Steinchen hier. Den habe ich ja mit diesem Mermaid Pulver die Form eingepinselt und dann nur schwarz reingegossen. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, wie das wird. Dass das hier hinten schwarz ist, ist klar. Oha. Okay. Also da hatte ich Rot. Das ist dieses, soll dieses Rot sein. Hier ist Lila. Das erkennt man. Rot erkennt man jetzt nicht unbedingt, dass es rot ist. Das soll lila sein. Und hier ist grün. Ja, im Großen und Ganzen finde ich es okay. Ich denke mal, dadurch, dass ich da nicht richtig reingucken konnte in die Mold zum Pinseln, dass ich einfach zu viel Pulver benutzt habe und diese hellen Stellen, dass das so hell ist, weil an der Stelle zu viel Pulver war. Also es ist auch blöd, hier das so reinzustreichen. Aber was mir gerade auffällt, ist, ich habe das hinterher nicht abgeklopft. Das heißt, man verteilt es ja, dann kommt ja dieser Schimmereffekt. Und ein bisschen Pulver bleibt ja trotzdem immer übrig. Und ich denke mal, das ist denn das Weiße. Dieses Mermaid-Schimmer, habe ich das noch irgendwo benutzt? Ich weiß das jetzt leider gar nicht. Nee, nur noch dieses Metallic-Pulver. Aber das ist im Prinzip das Gleiche. Also ich denke mal, wenn man nicht so viel Pulver benutzt und das Überschüssige abklopft, dass dann nicht diese weißen Stellen entstehen. Aber im Großen und Ganzen finde ich es trotzdem richtig cool. Ups, Entschuldigung. Hier natürlich noch abschleifen. Ist natürlich doof, dass hier denn nicht wirklich was ist, aber ja, trotzdem finde ich es richtig cool. So, was hatten wir noch? Dieses Teil. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das gleich sofort rauskriegen. Also es soll ja zu schwer sein. Bis jetzt kommt es raus. Also ich sehe hier vorne eine Luftblase. Ups, oh Gottes Willen. Nö. Guckt mal an. Also ich habe jetzt nichts eingeschmiert oder so. Es lag jetzt, ihr habt ja
Es lag immer ein Tag zwischen den Videos dazwischen. Ich weiß jetzt auch nicht, wann wir das gegossen haben. Habe jetzt nicht im Kopf, aber lag bestimmt 2, 3 Tage jetzt in der Form. Ihr habt es gesehen, ich habe von oben einfach nur so runtergedrückt. Von unten natürlich ein bisschen hoch. Dann ist sie schon ein bisschen hier rausgekommen und dann einfach nur so ein bisschen gedreht. Ich denke mal, wenn man die noch so rollt oder so, dann geht es einfacher. Aber Probleme, die rauszukriegen, hatte ich jetzt nicht. Es ist auch in der Spitze keine Luftblase. Also die Spitze ist da, aber es sind innen drin. Das nervt mich hier. Es sind innen drin, wo ist sie jetzt? Kleine Luftblasen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da ist eine. Hier sind mehrere und das ist auch nicht durchsichtig. Also da sind ganz viele kleine Bläschen drin. Seht ihr das? Aber ich finde das gar nicht schlimm. Was mir richtig gut gefällt ist, dass hier unten ganz viel Glitzer ist und dass es oben hin immer weniger wird. Also es sieht jetzt auch nicht so hell weiß aus wie bei euch in der Kamera. Also bei euch sieht das ja aus, als wenn das hier voll ist mit Blasen. Es sind auch Blasen drin, aber die sind nicht so grelle, wie es jetzt in der Kamera rüberkommt. Also das Ding ist schon durchsichtig und ich finde das eigentlich relativ cool. Die großen Blasen da drin finde ich auch nicht schlimm. Die haben was. Und die kleinen Bläschen, wie man die verhindert, weiß ich auch nicht. Also als ich das Harz reingegossen habe, war es ganz klein. Ja, ganz klein, waren keine da. Ganz klar war es da. Und ja, keine Ahnung. Aber schlimm finde ich es nicht. Und ich finde ihn eigentlich richtig cool. Jo, fürs erste Mal. So, mit der Form hat auch super geklappt. Was machen wir jetzt? Nehmen wir mal die Dose. Da habe ich ja die Blüte mit diesem Metallic-Pulver eingepinselt und hier den Boden und dann einfach nur schwarz aufgegossen. Jetzt nehmen wir erstmal den hier. Ups. So, legen wir das mal hin. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt gerade gesehen habt. Es sieht hier so dunkel aus. Drinne ist es in diesem lila Metallic. Es kommt jetzt durch die Kamera viel dunkler rüber, ist es aber nicht. Und richtig schön, also es gefällt mir richtig gut. Ich habe jetzt auch kein weißes Blatt Papier. Vielleicht sieht man das dann besser. Ich gucke mal, ob ich hier eben kleinen Augenblick. So, vielleicht sieht man das dann ein bisschen besser. Nee, auch nicht. Jetzt seht ihr es so ein bisschen, ne? Es ist aber, also man sieht's. Vielleicht würde es noch mal einen anderen Effekt haben, wenn man das mit Weiß auffüllt, aber mir gefällt es trotzdem richtig gut. Ja, und der Rahmen ist halt ganz normal schwarz. So, und hier auf den Deckel bin ich gespannt. Ah, super. Da habe ich jetzt das gleiche Lila genommen wie hier drin. Jetzt könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Und hier in der Mitte habe ich das mit diesem Gold eingepinselt. Da sind ein paar Luftblasen, aber es ist nicht schlimm. Die gefällt mir richtig gut. Und durchs Einpinseln ist so ein bisschen von diesem Metallic-Puder mit auf den Deckel gerieselt und jetzt glitzert der Deckel so extrem. Und das gefällt mir richtig gut. Die finde ich schön. Die finde ich richtig schön. Da werde ich dann auch wieder eine Perle oder irgendwie so ein Krönchen oder was ich da denn finde und meine, das passt, raufsetzen, damit man den Deckel einfacher abkriegt, weil immer so kippen ist natürlich blöd. Aber die gefällt mir richtig gut. So viel zu dem Metallic-Pulver. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit diesen jetzt weiter an. Einmal die ganz normalen und die habe ich ja auch eingepinselt mit Acrylfarbe vorher und da bin ich jetzt gespannt, ob das überhaupt funktioniert hat. Da hat das Lila abgefärbt. Ja, ist denn jetzt halt so. Okay. Das Lila ist blöd.
Also die lila Acrylfarbe, die ich benutzt habe, die ist doof. Die werde ich dann nicht nochmal benutzen. Die ist auch hier reingelaufen, obwohl sie trocken war. Und es sieht einfach fleckig aus. Ne? Aber das Schwarzgut, hier hätte ich es ein bisschen ordentlicher machen können, aber da kann ich ja nochmal nachpinseln. Aber das Schwarz und das Weiß und ganz besonders dieses Pearl Pink vom Teddy, das ist diese große Flasche für 5 Euro, dieses rosa Pinkel. Das sieht richtig schön aus. Das Schwarz ist okay, ist natürlich jetzt matt. Und dieses Pearl, das glänzt richtig. Gut, die Schleife hier ist Mist. Aber sonst gefällt mir die richtig gut. Die finde ich richtig niedlich. Hat zwar jetzt nicht diesen Effekt, den ich wollte, wie hier bei diesem Totenkopf, aber es liegt ganz einfach daran, weil die so dick ist. Wäre die nicht so dick gegossen, würde die auch aussehen wie der Totenkopf. Aber die finde ich richtig niedlich. Ja, wie ich das hier vorne mache, weiß ich nicht. Wahrscheinlich werde ich das hier ein bisschen gerade schleifen, dass das eben ist. Und da denn, ich habe ja diese Strassschleifen, werde da wohl eine raufsetzen, dann ist es auch okay. Die Augen werde ich ein bisschen nachbearbeiten. Aber sonst richtig niedlich. So, dann machen wir jetzt den weißen Chip und Chap. Upsala. Na, komm raus. So. Der sieht ein bisschen freaky aus. hier auch wieder das Rosa genommen vom Rosa Acrylfarbe vom Teddy. Diese Pearl. Hier habe ich ein bisschen gepatscht. Das kann ich aber auch ausbessern. Aber der sieht jetzt ein bisschen freaky aus. Ich weiß nicht, ob ich die Augen andersrum hätte malen sollen, dass das alles schwarz ist und nur der Punkt weiß. Dann würde er vielleicht nicht so psychomäßig aussehen, aber ich finde den trotzdem ganz niedlich. War ja auch nur ein Test. Aber ich finde ihn trotzdem richtig süß. Setzt euch mal dahin. Sitzen die überhaupt? Ja, sie sitzen. Auch wie niedlich. Guckt euch das an. Ting, ting. So, dann nehmen wir jetzt die schwarzen. Und die habe ich dann ja, da hatte ich ja erst die klare Schicht gegossen. Und dann, als die klare Schicht getrocknet war, habe ich ja dieses, den Hintergrund eingepinselt mit diesem Metallic Pulver. Und dann die schwarze Schicht gegossen. Bei dem lilanen, hier bei der Marie, habe ich das Pulver trocken aufgepinselt, quasi wie bei der Dose. Und bei diesem Chip und Chap, da habe ich Gold genommen. Das habe ich vorher ein bisschen nass gemacht und aufgepinselt. Also es gestaltete sich ziemlich schwierig, weil sich das immer wieder gelöst hat. Aber ich wollte einfach gucken, wie dieser Unterschied ist. Also hier ist es trocken aufgepinselt, hier ein bisschen feucht. Und dann gucken wir mal, wie das mit der Farbe ist und ob sich hier auch die Schleife abgelöst hat. Nö. Nö, die Schleife ist hier nicht abgebildet. Abgebildet. Also hat nicht abgefärbt und die ist auch nicht zerlaufen. Das ist jetzt dieses Lila und das gefällt mir richtig gut. Das ist richtig schön. Also wie gesagt, die ist klar gegossen. Und dann seht ihr, habe ich den Hintergrund einfach aufgepinselt und schwarz rüber gegossen. Eine grüne Schleife verpasst. Hier ist jetzt, da habe ich nicht richtig gepinselt anscheinend. Oder liegt das jetzt eine Form drin? Nee. Da habe ich wohl nicht richtig gepinselt. Kann ich aber nachholen, ist nicht schlimm. Aber die ist echt cool. Und wie gesagt, das ist jetzt trocken aufgepinselt. Da oben klebt irgendwas dran. Aber die ist richtig niedlich. Ich finde diesen Effekt auch cool. Die gefällt mir sehr gut. So, und dann gucken wir noch einmal uns den goldenen an, wie der geworden ist. Da seht ihr es schon. Und der guckt natürlich auch wieder wie ein Psycho, weil ich da die Augen auch so gemacht habe. Oh, der gefällt mir auch richtig gut. Und hier auch wieder mit diesem Rosa. Ich werde die Augen nächstes Mal bei den, alles was ich weiß, pinsel, werde ich dann auch mal mit dieser Pearl-Farbe machen. Und ich werde mal die Augen aufhalten, ob ich von dieser Pearl-Farbe auch noch schwarz bekomme, weil das einfach viel weicher aussieht als dieses stumpfe Weiß und Schwarz. Ja, das schimmert ja so schön und das Schwarz ist einfach nur stumpf und matt. Nee, aber
richtig niedlich, der goldene hier. Jetzt vergleichen wir mal die beiden, Gold und Lila. Also ich sehe da jetzt keinen wirklichen Unterschied, ob nur trocken oder nass. Also würde ich sagen, trage ich das immer trocken auf, weil das in diesem feuchten Zustand, das war eine Tortur. Hier ging das ruckizucki, hier hing ich ewig, das einzupinseln, weil es, wie gesagt, immer wieder weggerutscht ist. Und ja, man kann das aber auch, das können wir auch nochmal ausprobieren, versuchen, ins Harz reinzumischen. Vielleicht funktioniert das dann auch noch, das weiß ich jetzt nicht. Das hätten wir eigentlich auch machen können. Habe ich nicht dran gedacht, aber ich finde die richtig cool. Die gefallen mir richtig gut. So, schmeiß weg. So, und jetzt kommt zu diesen Sachen. Und da bin ich jetzt gespannt, ob wir uns jetzt einen abbrechen beim Rauspoppen oder ob das alles funktioniert oder nicht. Sollte das nicht funktionieren, gehe ich ab weiter zur nächsten Form und die, die dann übrig bleiben, da mache ich dann einmal einen Cut und friemel das dann raus mit Spülmittel und hast nicht gesehen. So, jetzt nehmen wir erstmal Entschuldigung, und diesen hier, weil ich denke mal, der wird einfach rausgehen. Ja, der kommt schon so gut wie von alleine raus. Da habe ich allerdings ein bisschen viel gegossen, da muss ich die Ränder abschleifen. Das war ja der Rest. Und das gefällt mir richtig gut, ist auch durchsichtig. Durchsichtig so, da sieht man das. Richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Womit machen wir weiter? Ich nehme mal den Tamagotchi hier. Das Tamagotchi, den Tamagotchi, ich weiß nicht. Oh, da ist ja, wie ihr seht, ein bisschen rübergelaufen. Da hatte ich ein bisschen viel. Oh mein Gott. Aber wenn ich manchmal die Videos sehe, wie die das da rauskriegen, da ist es dann ruckizucki draußen. Oh Gottes Willen. Also wenn der jetzt schon so schwer geht, ne? Wie ist das denn erst mit der Pfote und so? Also da löst sich der schon. Ich will auch die Form nicht kaputt machen. Nun komm doch. Also das ist echt schwierig. Oh, so, draußen. So, das ist der Tamagotchi. Wie gesagt, das werde ich alles abschleifen. Ja, der ist sehr beflüttert. Den werde ich aber wohl hier an den Knöpfen noch anmalen. Und hier ist so ein kleiner Rahmen ringsrum. Werde ich da wohl auch noch anmalen. Aber das werde ich dann mit so einer Pearl-Farbe machen. Aber da weiß ich noch nicht, welche. Damit man einfach die Feinheiten noch ein bisschen sieht. Aber der gefällt mir schon richtig gut. Bisschen Fehlflitter. Oh wei, und da habe ich weniger drin als bei den Gameboy. Also den machen wir zum Schluss. Hoffe ich, sofern ich die anderen Sachen rauskriege. Was machen wir jetzt? Das Herz. Das werde ich bestimmt auch nicht rauskriegen. Jesus Maria. Oh. Es kommt raus. Also bis jetzt geht es ganz gut mit den Rauslösen, aber ich bezweifle, dass die Form oder dass die Form lange halten werden, wenn man das da so biegen und brechen muss. So, hier finde ich das Extreme wieder richtig klasse. Kann man jetzt so lassen und einen Anhänger draus machen. Hinten natürlich beschleifen. Man könnte hier drinnen auch eine kleine Schrauböse reinmachen, was runterbaumeln lassen. Man könnte aber auch den Rücken füllen und dann was reinmodellieren. Oder man könnte auch Rücken füllen, was reinfüllen, vorne zumachen und schon hat man einen Shaker. Ja, also ich finde den richtig klar. Den? Das ist, also das Herz finde ich richtig, na, Fokus. Hallo? Das finde ich richtig klasse. Das gefällt mir richtig gut.
Auch das Lila ist schön. So, dann machen wir mal weiter. Hey, wieso bist du umgekippt? Machen wir mal weiter mit dem Sarg. Hier ist ja definitiv ohne Rücken, auch wenn da ein leichter Rücken drauf ist. Also es kann sein, dass der Rücken uns jetzt gleich wegbricht. Oh Gott. Oh. So. Wie gesagt, auch alles übergelaufen. Liegt daran, dass es eine Mold definitiv ohne Rücken ist. Hier sind diese Bobbles hinten dran, aber die stören mich jetzt nicht. Das ist das Rot. Das gefällt mir richtig gut. Ein bisschen Glitterflitter drin. In verschiedenen Größen. Der Rücken ist ein bisschen weich. Also den werde ich von hinten auf jeden Fall beschleifen und nochmal domen. Aber hier guckt auch so ein Pönüppel rüber. Aber sonst bin ich zufrieden. Und bis jetzt noch keine Luftblase bei diesen Dingern. So, dann bin ich hier jetzt gespannt. Also bis jetzt haben wir sie ja einigermaßen gut rausbekommen. Vielleicht muss man einfach ein paar Tage länger warten, damit die einfacher rausgehen. Oh Gott. Oh. Nee, also das geht. Okay, ihr seht es wahrscheinlich. Hier sind sehr viele Strödelüdelüdel. Ich weiß, das ist ja so Strödelüdel. Ihr seht es aber auch in der Form. Also es war mir klar, dass da was kommt. Aber wenn man da jetzt drüber domt, so ein bisschen, denke ich mal, ist es weg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so hässlich finde ich das gar nicht. Dafür, dass es gleichmäßig verteilt ist. Sieht so ein bisschen aus wie Fell. So Fellstruktur. Weil es sind kleine Kreise. Aber man könnte jetzt auch einfach die Vorderseite ein bisschen schleifen und dann ist es auch weg. Und ja, hier genau das gleiche wie mit dem Herz. Könnte man so lassen. Muss man aber nicht. Man kann was reinhängen. Man kann es hinten zumachen. Man kann Shaker draus machen. Finde ich richtig klasse. Ja. Also bis jetzt gehen die Formen auch gut raus. Also lieber ein, zwei Tage länger liegen lassen. Ja, also so wie immer alle sagen, das ist ein Kampf. Ich finde, oh, jetzt knurrt mein Magen immer, wie peinlich. Ich finde, das geht gut. Was mir jetzt auffällt hier, die ist nicht ganz gerade. Na gut, wird ein bisschen schwierig, den Rücken zuzumachen. So, und jetzt mein Highlight, der Gameboy. Der ist ja schon so gut wie lose. Der kommt ja schon von alleine raus. Also Leute, lasst die Form ein paar Tage länger liegen und dann geht's, finde ich, eigentlich relativ gut raus. Ach du kriegst die Tür nicht zu. Guckt euch das an. Also wie gesagt, das ist das, ich wollte ja auch mal, wie die Ampen hier, auch nicht ganz gerade, aber kann man ein bisschen schleifen, dann geht's auch. Ich wollte ja auch mal übertreiben, wie die Amis und alles Mögliche reinhauen. An der Kamera, in der Kamera kommt das jetzt ein bisschen komisch rüber. Neben der Kamera sieht das mit diesem Gefunkel eigentlich richtig cool aus. Hier werde ich auch diese Knöpfe, die hier so sind, anpinseln und den Rahmen wahrscheinlich auch. Also den hier einmal ringsrum, damit das ein ganz anderes Gesamtbild gibt. Aber ich werde definitiv nie wieder so viel Flitter reinhauen. Ja, ich habe es jetzt mal gemacht. Finde es eigentlich auch ganz cool. Ich denke mal, wo es passt, wird das richtig gut aussehen. Also wie in so ein Herz jetzt zum Beispiel. Aber ich werde da nie wieder so viel reindonnern. Tja, also ich stehe ja auf Glitzer, aber das ist selbst mir zu viel. Ja. So. Das war's jetzt auch. Das waren unsere Teilchen. Kommt mal alle wieder hierher. Einmal Gruppenversammlung. Ich finde, es hat
eigentlich ganz gut geklappt. Ich bin mit allem zufrieden. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist hier mit diesem Mermaid-Pulver. Aber da ist, wie gesagt, denke ich mal, habe ich zu viel genommen und man hätte das dann abklopfen müssen, weil im Prinzip ist es genau das gleiche wie mit diesem Metallic-Pulver hier. Und ja, falls noch Fragen offen sind, immer her damit. Mit dieser Mold, finde ich, ging das eigentlich auch relativ super. Also ich bin zufrieden. Ich werde mir auch noch mehr von diesen Plastikmolds bestellen. Also so schwer fand ich jetzt nicht, die da rauszulösen. Natürlich ist es was anderes, als wenn man so eine Gummimold hat. Aber lasst die Sachen mal ein paar Tage länger liegen. Dann bekommt ihr das auch viel einfacher raus. Also, finde ich. So. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ist ja jetzt doch ein richtig langes Video. Ich werde jetzt gleich alles zusammenschnippeln und dann hochladen. Ja, wie gesagt, sollten noch Fragen sein, immer her damit. Dann bedanke ich mich fürs Reinschauen. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.